Hallo ihr Lieben, Chris Hemschemeyer, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe. Heute 18 Uhr live mit Steffi Stahl auf Instagram. Guckt es euch gerne an. Wir reden über mein neues Buch, Lang lebe die Liebe, auf ihrem Kanal. Aber wenn ihr bei mir abonniert seid auf Instagram, werdet ihr ja sicherlich eine Nachricht kriegen dann, wenn wir live gehen heute. Und genau, wir reden heute über das spaßige Thema, was Männer so gar nicht an Frauen mögen. Und ich habe hier eine Zuschauerfrage. Genau, und dann gibt es übrigens bald noch eine Lesung mit mir in Berlin, findet ihr auf unter Veranstaltung. Und so Lesung, Vortrag über Depressionen und toxische Beziehungen in Leipzig. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Ich habe ja folgende Frage. Du kannst auch Fragen schicken über ein Formular auf Liebeschip. Hallo Christian, du hast vorhin mal gesagt, dass Männer keine dominanten Frauen mögen. Was heißt das genau? Ich bin seit einem Jahr aus einer toxischen Beziehung raus, war vorher länger Single, habe einen guten Beruf, der Einsatz fordert, auch mal am Wochenende. Radler allein mehrere Wochen in fremde Länder. Wow, ist richtig cool. Super. Streiche meinen Balkon selbst, spiele in einer Band, tanze Salsa und Kizomba. Wunderbar. Ja. Bin ich also abschreckend? Nein, bist du nicht. Oder vielleicht bist du für manche Männer abschreckend, aber das ist nicht, was mit dominant gemeint ist. Aber ich lese mal gerade noch zu Ende. Was soll ich denn tun? Wenn ich Single bin, mache ich mir ein schönes Leben und erfülle mir meine Träume. Ja, das nenne ich immer ein nice, geiles Leben. Hab zum Beispiel auch ein Häuschen gebaut. Dann wird man zwangsläufig dominant. Oder soll man da sitzen und warten? Danke dir. Also, mit dominant sein ist überhaupt, ich will ja niemanden anträgern. Also ich sag mal, mein einziges Ziel ist immer, ihr könnt sein, wie ihr wollt. Muss man ja heute immer dazu sagen, es geht nur darum, euch das Dating zu erleichtern. Also ihr könnt meinetwegen machen, was ihr wollt. Und wenn ihr euch das Dating nicht erleichtern wollt und sagen wollt, nee, ich will mal mit dem Kopf durch die Wand, dann macht es meinetwegen. Ne, dann muss man halt die Ergebnisse akzeptieren. Näheres auch in meinen Datingkursen. Aber das, also das, was du hier demonstrierst, ist ja so eine Lebensfitness, die ich heutzutage für sehr wichtig halte, weil ich nehme immer wieder wahr, dass viele Menschen, weiß nicht, vielleicht auch, weil die Erziehung anders ist, weil man nicht mehr ganz früh rangeführt wird von den Eltern, dass man mal was repariert oder streicht oder dass so eine Lebenspraxis, dass es ganz vielen fehlt. Ne? Also das ist erstmal für dich super so, ne? Und ich sag mal so, die Hinweise, und ich meine auch, Forschung zeigt auch, dass auch, was ich eigentlich auch immer sage, das Selbstbewusstsein ist immer attraktiv, ne? Also für Männer, für Frauen, wenn man so, weil das strahlt so aus, also ich finde mich schon mal ganz geil so, und dann denken andere, oh Gott, wenn die Person sich geil findet, dann ja, finde ich sie auch geil. Manchmal ist es ja so einfach, ne? Also es hat eine riesen Wirkung, Selbstbewusstsein. Und ja, also das ist alles wunderbar, auch überhaupt für sich sorgen können, wenn man Single ist. Das sage ich immer wieder, so Hobbys pflegen ist auch die beste Versicherung gegen so übermäßig Liebeskummer. Das ist alles wunderbar. Kann das eventuell nicht selbstbewusste Männer abschrecken, wenn eine Frau so richtig was los hat? Ja, also es gibt viele Männer, die... Ja, fangen an zu zittern auf dem Date, sag ich mal. Wenn die Frau super erfolgreich ist, super attraktiv ist, dann mit einem Porsche ankommt. Hab mir mal eine erzählt, die so ein Setup hatte. Ja, wie sehr das die Männer immer verunsichert. Aber gut, das ist nicht das Problem der Frauen. Das ist dann das Problem der Männer, die du datest. Ne? Also da würde ich mal sagen, nee, alles wunderbar. Was Männer nicht mögen, und das ist vielleicht, ich fange mal andersrum an, was Frauen an Männern ja nicht mögen, ist, wenn Männer so luschig sind, nicht selbstbewusst, keine Ausstrahlung haben, nicht konfliktfähig sind, kein Rückgrat und all diese Sachen, männliche Polarität. Und das Gleiche ist, neben Männern eine mangelnde weibliche Polarität war, wenn Frauen so dominant sind. Also was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, weiß ich nicht, du hast ein Date, dein erstes Date, du setzt dich hin, du hast ihn gar nicht hingesetzt und dann kommt schon, wie was, du hilfst mir nicht aus meiner Jacke raus, irgendwie, das ist total ungehörig, also du bist gleich lang gemacht irgendwie, oder du schenkst mir nur 2 Drittel Wasser ein und nicht das ganze Glas, oder
Keine Ahnung, oder ach, das wird wohl wieder ein langweiliges Date und ich will das aber nicht, ich will aber das und das, ich will nicht dahin gehen, wo du hingehen willst, in das Restaurant und das, wie gesagt, natürlich kann man sagen, was man will, ne? Nicht, dass jetzt wieder irgendjemand falsch versteht, aber so ein konstanter, genervter, ja, dominanter Ton. So, ne? Und jetzt kann man sagen, ja, wir Frauen dürfen aber dominant sein heutzutage. Wir sind 2024. Wir haben eine grüne Außenministerin und Frauen dürfen dominant sein und Frauen dürfen Männer sein und Männer dürfen Außerirdische sein und ich kann mich identifizieren als Papagei und ja, kannst alles machen, aber es bekommt, das ist ja auch in meinem ganzen Buch hier Feuer und Flamme, was ich hier gerade nicht habe, dass ich sage, du kannst das machen, aber du rennst damit vor eine Wand beim Dating, weil wir haben immer noch, egal wie lange wir jetzt da auf diesem Weg weitergehen, den wir gerade gehen, haben wir immer noch die gleiche Programmierung wie damals in der Savanne. Da erinnert sich auch so schnell nichts. Und das heißt, wir suchen mit teils bewussten, teils unbewussten, teils biologisch auch verankerten Datingprogramme, wie alle anderen Tiere, suchen wir unseren Partner, mit dem wir uns vielleicht paaren wollen. Und da werden eben bestimmte Sachen selektiert. So, ne? Und eine davon, die eben bei Frauen selektiert wird, ist die irgendwie, ja, hat, also das können, glaube ich, Männer manchmal auch, also jedermann weiß, was es ist, aber es ist manchmal schwer in Worte zu fassen, so eine feminine Ausstrahlung halt, ne? So, was auch immer das, also eine Frau, die auf sich achtet, die, Männer sind ja auch so optische Wesen, aber auch die eben selbstbewusst, abgegrenzt, klare Grenzen, alles sexy, aber eben auch, wie soll ich mal sagen, so eine gewisse Weichheit demonstriert. Das ist manchmal in Deutschland schwer zu erklären. Ich finde, das in südeuropäischen Ländern, da wird keiner auf die Idee kommen, nur weil eine Frau sehr feminin ist, dass sie sich nicht abgrenzen könnte oder mal eine klare Ansage machen kann oder ein Mäuschen wäre, das ist damit alles nicht gemeint. Ne? Ich weiß auch gar nicht, wie ich das noch anders ausdrücken soll. Aber eins kann ich euch sagen, egal wie man vielleicht sagt, das soll, darf nicht so sein und natürlich dürfen Männer luschen sein und das ist alles nicht so. Es funktioniert nicht, das sagen wir auch. Ich frage ja auch immer so in der, ich habe hier im Fitnessstudio viel mit so 20-jährigen Männern zu tun, ich frage die immer, die sagen, alles gleich und das ist immer noch so. Die Frauen fragen mich irgendwie, wie viel verdienst du denn? Hast du ein Auto? Oder nee, sonst date ich dich nicht oder was weiß ich. Ne? Also das ist so ein Mythos, dass das alles keine Rolle spielt und wir sind alle pansexuell und wir würden auch einen 100-Jährigen daten und nee, also es gibt halt bestimmte Programme. Und wenn du als Frau so sehr hart rüberkommst und den Mann immer über den Mund fährst und ihn zurechtweist wie so Mami irgendwie auf dem Date oder so, das ist für Männer das Unsexigste, was es gibt. So, ne? Wie gesagt, das heißt nicht, ich meine, dass man es überhaupt noch sagen muss, aber das heißt nicht, dass man nicht gesunde Grenzen hat und auch mal klare Ansage machen kann und sich abgrenzen kann. Also, ich hoffe, ihr versteht das, aber eigentlich ist es ganz einfach zu verstehen. Hat auch nichts mit, manchmal schreibt ja jemand runter, so ich hätte altmodische Ansichten, weil man, ja, ich bin auf jeden Fall ein wertkonservativer Mensch, würde ich schon sagen. Stehe so auf alte Werte wie Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, ist heute total out, weiß ich, aber da könnt ihr mit dem Kopf durch die Wand, das ist durch irrsinnig viel Forschung unterstützt und das ist genauso wie, warum schminken sich Frauen? Klar, man sagt immer so, machen sie für andere Frauen, weil sie sich schön fühlen. Nee, weil Männer es cool finden. Das könnte man ja auch sagen. Ja, nee, wir haben nun 2024, wir schminken uns das alle nicht mehr. Wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Es wird einfach nicht passieren. So, weil es hat immer gut funktioniert. Es hat schon vor 10.000 Jahren gut funktioniert mit den Mitteln, die man damals hatte. Es wird auch weiterhin gut funktionieren. Und weil es funktioniert, wird es gemacht. So, ne? Und wir wollen aber immer mit dem Kopf durch die Wand und sagen, nee, also ich weiß auch gar nicht, woher dieser Impuls immer kommt. Warum können Männer und Frauen nicht so ein klein bisschen unterschiedlich sein? Ne? Und es sind ja auch nicht alle so. Und wenn eine dominante Frau meinetwegen irgendwie so einen submissiven Mann daten will, kann sie ja machen, so, und wenn es dann passt, aber meistens passt es halt nicht, also es ist, glaube ich, selten, aber manchmal passt es sowas, ne,
Und natürlich kann auch eine, gibt's absolut Chemie, wenn eine Frau in einer männlichen Polarität ist und ein Mann in einer weiblichen Polarität. Das gibt auch Chemie, ne? Das kennen so Paare. Das kann auch lange funktionieren oder kann genauso befriedigend sein auf eine Art, ne? Aber insgesamt ist das auch in der Paartherapie, wenn ich sehe, dass eine Frau so bossy ist, ist nicht immer, dass der Mann was falsch gemacht hat, weil manche Frauen haben schon Papi verachtet und fanden Papi schon scheiße und gehen dann sofort direkt in die männliche Polarität, egal wen sie daten, so. Aber wenn eine Frau so bossy ist, dann weiß ich, es gibt ein Polaritätsthema in einer Beziehung, ne? Dann, oder so schnippisch, dann entweder hat der Mann sie nicht gut behandelt, hat sie nicht gut gedatet, oder ist eben nicht in seiner männlichen Polarität und dann wird die Frau bossy und unzufrieden so, ne? Und schnippisch und dominant. Ja, und das, also die allermeisten Frauen, selbst wenn sie so sind, wollen es eigentlich gar nicht, ne? Weil es ist oft so eine, also in einer so einer dominanten Geschichte fühlt man sich natürlich weniger verletzlich und so, ne? Hat mehr so einen Schutzpanzer, ne? Und also es gibt schon Gründe, wo man da hingeht, aber es ist. Ich würde mal behaupten, dass die wenigsten Frauen das wirklich wollen. So genauso wie die meisten Männer eigentlich nicht uncool und unselbstbewusst sein wollen. So, ne? In diesem Sinne, mach die fucking Kurse. Vielleicht sehen wir uns bei einer dieser Gelegenheiten live oder virtuell und bis bald.